Ja, wir gratulieren ganz herzlich Laura Dahlmeier, 11. Weltcup-Sieg, der 4. in dieser Saison im klassischen DSV Grün. Mögen Sie eigentlich auch gelb? Ja, sehr gerne. Denn das kommt jetzt wieder auf Sie zu, haben Sie wahrscheinlich selbst schon ausgerechnet, ne? Na, so genau habe ich es noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber also wenn es jetzt wirklich mit dem Sieg heute klappen wird, geht für mich schon ein Traum in Erfüllung. Ist super cool, da vor der Kulisse zum Gewinnen, dass ich das Rote behalte, dass ich das Gelbe wieder kriege. Also schöner könnte es jetzt gar nicht sein an so einem Tag. Ja, war ein tolles Rennen, war aber auch ein schwieriges Rennen. Auch Sie mussten mit zwei Schießfehlern klarkommen. Einmal habe ich gesehen, beim ersten Stehenschießen sind Sie auf die Bahn 30 gegangen, weil es da wahrscheinlich ein bisschen windstiller ist. Da steht man dann im Schatten. Spielt das eine Rolle? Ja, es war halt unheimlich schwierig und ich habe versucht, mir so ein bisschen was, ja, auf, oder ja, ein bisschen das zu erleichtern. Darum bin ich auf Stand 30 gegangen, zweimal. Es war trotzdem genauso windig, ich habe auch kämpfen müssen und es war relativ schwer, dann ins Rennen zu finden, auch den zwei Fehler. Ich habe dann aber versucht, einfach ja, mein eigenes Ding zu machen und versuchen dann ja, am Schluss noch 2-0 zu schießen. Wir haben auch schon von Ihren Mannschaftskolleginnen gehört, dass man Geduld brauchte heute. Wir können mal auf das dritte Schießen gucken. Da haben Sie erst getroffen und dann aber zwischendurch auch einmal abgesetzt und geguckt, ob Sie da tatsächlich richtig liegen oder ob der Wind nicht doch wieder zunimmt. Hat man da so ein feines Gefühl an der Wange oder wie spüren Sie, dass Sie jetzt eventuell nochmal aufpassen müssen? Ja, genau. Also beim ersten Schießen habe ich nicht auf den Wind reagiert. Der war für mich eigentlich auch nicht so stark, wo ich dann aber vom Stand weggelaufen bin, habe ich gesehen, dass doch mehr Wind war. Und das wollte ich auf alle Fälle beim zweiten Schießen vermeiden. Darum habe ich bewusst die Pause gemacht. Als ich ein bisschen an Wind an der Backe gespürt habe, habe ich gedacht, ich schaue nochmal nach oben und kontrolliere das nochmal, dass mir ja nicht irgend so ein dummer Leichtsinnsfehler passiert. Es läuft wunderbar. Plätze 3 und 4 in Ruhpolding, jetzt gerade am vergangenen Wochenende, heute gewonnen. Sie haben aber in Ruhpolding gesagt, ich bin so ein bisschen müde, K.O., konnten das auch nicht so genau beschreiben. Ist das jetzt weg? Nein, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt vor dem Rennen heute auch nicht so stark gefühlt. Ich glaube, es kämpfen gerade alle ein bisschen. Es gehen einige Krankheiten um. Ich versuche mich einfach da zum Schützen gesund zu bleiben. Hab mir gedacht, mir taugt es da erfahrungsgemäß immer super gut in Antholz. Warum soll es heute nicht klappen? Aber dass es jetzt gleich so aufgeht, damit hätte ich nicht gerechnet. Und es ist wirklich ein super schöner Tag für mich. Es sind ja gerade zwei Weltcups vorbei in Oberhof und in Ruhpolding vor deutschem Publikum. Oberhof haben Sie nur einen Tag erlebt, aber Ruhpolding dafür komplett. Wie ist denn das hier vor dem italienischen Publikum zu laufen? Ja, es ist alles in allem ein bisschen ruhiger. Es sind einfach weniger Fans da. Es ist für uns nicht so viel Stress, nicht so viel drumherum. Und ich glaube, das merkt man. Dann haben wir Glück mit dem Wetter. Es ist super schön da, die Berge. Ja, ich bin einfach erfahrungsgemäß immer super gerne in Südtirol, ob das im Sommer zum Klettern ist oder zum Trainieren oder jetzt beim Weltcup. Ich mag es einfach gern da. Natürlich waren die Heimweltcups auch super schön, aber ich glaube, Antholz bleibt einfach so mein Lieblingsort. Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen so. Herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen Dank für den kurzen Besuch hier. Wir sind gleich zurück in Antholz, machen eine kurze Pause und geben dafür ab nach Mainz. Zurück beim Biathlon-Weltcup in Antholz. Laura Dahlmeier gewinnt das Einzelrennen über 15 Kilometer, das zweite in diesem Winter. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von Sven Fischer und mir an Laura Dahlmeier. Sie hat gesagt, nachdem sie sich in Ruhpolding ein bisschen viele Schießfehler geleistet hat, das passiert ihr nicht nochmal. Heute waren es zwei und wieder eine tolle Laufleistung. Also eine tolle Laufleistung, klar, sie war die schnellste im Laufen, dann kann sie auch froh sein. Aber was auch bemerkenswert ist, dass sie bis auf 3-4 Sekunden die Rundenzeiten gleich gehalten hat. Also sie hat sozusagen ein Tempo gefunden, hat gesagt, okay, das ist mein Tempo, hält dann auch dieses Tempo, um halt um diese 5 Runden rumzukommen, besser gesagt eine gleichmäßige Laufgeschwindigkeit, um dann eben zu treffen. Und nach den anfänglichen 2 Fehlern dann wirklich auch den Riemen wieder rumgekriegt sozusagen, den Hebel, und dann fehlerfrei schießen, das war eben die Grundlage und das Wichtige für den Sieg. Und was ich ganz interessant fand, dass sie gerade im Interview gesagt hat, sie hat sich vor dem Rennen selbst gar nicht so stark gefühlt, sei auch ein bisschen müde, auch nach den ganzen Weltcups jetzt. Dann kommt sie hierher, also es kursieren auch noch einige Krankheiten, kommt sie hierher auch noch auf 1600 Metern und ist trotzdem mit der schnellsten Laufzeit unterwegs. Wenn du dich an deine Zeit erinnerst, wenn du in so ein Rennen gegangen bist, hast du dich nicht so richtig gut gefühlt und dann kommt am Ende die beste Zeit raus. Wie geht das? Ja, manchmal ist es so, dass das subjektive Empfinden einen trügt und wichtiger ist es, dass du, egal wie du dich vorher gefühlt hast, einfach die Situation nimmst. Und die Situation war einfach schön. Das Wetter sieht gut aus und am Schießstand muss ich hellwach sein, weil der Wind wechselt. Und da musst du dich als Athlet im Rennen dann reinfinden und dann im Rennen sehen, wie es dann läuft. Und das hat die Laura heute am besten geschafft.
Am Schießstand musst du hellwach sein, gucken wir natürlich auch noch mal gerne auf dieses dritte Schießen. Wir haben ja immer wieder erlebt, dass sich der Wind während des Schießens verändert hat und richtig gute Athletinnen reagieren dann darauf. Ja, und bei ihr ist es so, wir sehen hier diese weiße Augenblende rechts, links. Also sie sieht über diese Blende nicht raus und deshalb empfindet sie es trotzdem und muss dann abbrechen und gucken. Und das ist eben auch wichtig, dass im Prinzip was heute ganz wichtig, fast mit jedem Schuss immer wieder neu zu prüfen, ist der Winkel jetzt von links oder kommt er von rechts. Ist wirklich ein schwieriger Schießstand hier. Das hatten wir vorher schon gesagt und man hat es ja jetzt gesehen. War auch ein bisschen Glück dabei, dass du in eine Phase gekommen bist, in der damit nicht ganz so stark war? Also ich denke, wenn ich das so beobachte von den ganzen Athletinnen, kann man schon sagen, dass es trotzdem fair blieb. Aber es war jetzt nicht so, dass es permanent bei einer Gruppe schlechter oder besser war, sondern es hat doch permanent gewechselt. Und ich denke, alle hatten mehr oder weniger doch gleiche schwierige Bedingungen. Es waren ja knapp nur 3 oder 4 Athletinnen mit einem Fehler. Ist eben auch ein Zeichen, wenn das gesamte Feld es nicht schafft, fehlerfrei zu schießen, dass die Bedingungen ja dann doch nicht ganz so gut waren. Wir haben uns gerade noch mal kurz was überlegt, wie schwierig das dann eigentlich ist, bei aufkommendem Wind im Stehenschießen das Gewehr ruhig zu halten. Vielleicht noch mal so anschaulich haben wir gesagt, wenn man sich das so als Gewehr vorstellt und dann immer der Wind halt so reinkommt. Der berüchtigte Arm, genau. Man denkt, man ist gut drin im Ziel und dann kommt eine Windböe von links oder dann kommt wieder eine von rechts. Jetzt kam ja wirklich mal eine hier. Jetzt fliegen hier meine Papiere weg. Siehst du, so wenig ist das hier. Aber da muss der Athlet einfach reagieren und deshalb, wenn du auch am Anfang einen Fehler geschossen hast, dann musst du sagen, okay, ich kann ja noch 3-mal fehlerfrei schießen und gibst dich nicht auf. Erst im Ziel, und es ist schon oft passiert, dass man gedacht hat, okay, oh, ich habe jetzt 2 Fehler geschossen, aber dann im Endeffekt hätten 2 Fehler auch das beste Schießergebnis sein können. 4 Deutsche unter den Top 10, das war ein überragendes Mannschaftsergebnis und auch im Weltcup-Gesamtstand hat sich einiges getan, haben wir ja schon im Laufe des Rennens gehört. Laura Dahlmeier ist zurück im gelben Trikot mit diesem Sieg. 60 Punkte hat sie dafür bekommen, hat sich an Gabriela Kukalova und Kajsa Mäkäräinen wieder vorbeigeschoben. Franziska Hildebrand als 6. Sven? Ja, auch gesamtmannschaftlich hat es doch schön Ruck nach vorne gegeben und das lesen wir doch gerne, dass die Deutschen auf Platz 6, 15 und 19 ist Franziska Preuß noch geblieben und Maren Hammerschmidt auf 21 vorgerutscht. Und ich denke, Franziska Preuß und auch Miriam Gössner können aus der Entfernung sehen, okay, die deutsche Mannschaft ist stark und dann ist es nicht ganz so schlimm, dass sie heute hier nicht am Start war. Genau, Maren Hammerschmidt war ja zweitbeste Deutsche als 5. Liebe Zuschauer, Sie kennen vielleicht unsere schöne Rubrik Randtreffer, in der wir uns immer um Abseitiges kümmern. Anja Fröhlich hat das heute gemacht und es geht bei ihr um haarige Jacks, glückliche Antholzer und einen berauschten Italiener. Ja, es war hier in vielerlei Hinsicht ein berauschender Tag in Antholz, vor allen Dingen, wenn man auf das Ergebnis der deutschen Damen guckt, mit 4 Damen unter den Top 10 werden. Das ist natürlich für die Mannschaft super, auch für die Techniker. Das ist nicht so einfach, einen ordentlichen Ski zu finden. Und das gibt natürlich auch Ruhe und Gewissheit in der Mannschaft. Und da lässt sich auch bei den Herren ordentlich auch lachen. Und wir sehen hier, die Stimmung im Team ist gut. Genau, haben wir gerade die Zimmergefährtinnen gesehen. Laura Dahlmeier ist ja in Rot gestartet und in Gelb am Ende des Tages dann nach Hause gegangen.